for Science. Als Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und darum seid ihr hier. Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Party erst schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Faith Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn? Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und wird schon rein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterinnen DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht.
Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält.